Guardians of the Galaxy, how many times do I have to kill you? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Marvel Guardians of the Galaxy. Heute geht es um die Doppelplatin, die theoretisch möglich ist. Praktisch zickt sie ein bisschen rum, aber es geht. Deswegen heißt es hier auch Doppelplatin plus Fix. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe bereits die Platin in der PS4-Version. Das ist die Voraussetzung. Platin in PS5 und dann auf PS4 holen ist nicht möglich. Es geht nur die Richtung PS4 Richtung PS5. Denn in der PS5-Version habt ihr hier unten die Möglichkeit, die Spielstände zu migrieren. Und das geht halt, wie gesagt, nur von der PS4-Version auf die PS5. Ich habe da jetzt schon drauf geklickt. Das dauert dann ein kleines bisschen, da kriegt man irgendwie keine Rückmeldung mit erfolgreich geschehen oder ähnliches, sondern er macht es einfach. Er macht es einfach und dann warte ich hier auf meine Trophäen und warte und warte und warte vergebens. Es tickt ein wenig rum. Ich weiß nicht ganz genau, wie es bei euch ist. Ich denke, na gut, ich mache einfach mal Spiel fortsetzen. Logisch lande ich natürlich am Ende der Story, wo ich dann ja auch war, auf der PS4-Version. Die Story war zu Ende. Keine Trophäen. Keine Trophäen. Es will nicht sein. Okay, machen wir New Game Plus. Starten wir einfach neu rein ins Spiel. Vielleicht kommen ja dann meine Trophäen. Vielleicht kriege ich dann meine verdienten Trophäen hier präsentiert. Kann ich natürlich dann nur nutzen auf dem abgeschlossenen Kapitelspielstand. Ne? Ihr seht, die ersten beiden sind ausgegraut, da geht das nicht. Möchte ich den Speicherslot überschreiben? Ja, das möchte ich. Ich komme hier wieder rein ins Game und es kommen weiterhin keine Trophäen. Weiterhin keine Trophäen für Goodie, keine Doppelplatin hier in Sicht. Aber wie gesagt, keine Sorgen. Wenn ihr meinen Sammelobjekten Guides gefolgt seid, dann kriegen wir das auf alle Fälle zu 100% gefixt. Ansonsten könnte es ein bisschen tricky werden. Da habe ich schon mehrere Dinge ausprobiert, das Ganze hinzubekommen und habe nur einen einzigen legitimen Weg gefunden. Einen weiteren kann ich mir vorstellen. Da kommen wir gleich dazu, wenn ich hier endlich meine Trophäen erhalte. Denn auch dann scheint die Doppelplatin hier nicht kommen zu wollen. Neues Spiel Plus hilft nicht. Es hilft nicht, den alten Spielstand zu laden. Okay, wir schließen das Spiel. Sagen, okay, das hat jetzt hier gerade keinen Sinn. So, Spiel schließen. Die PS5-Version, wie gesagt, die aktuell hier am Start ist. Da nochmal Neustart. Neustart tut immer gut, ne? Denkt man sich ja auf alle Fälle so. Und dann werden wir jetzt einfach nochmal die Spielstände migrieren. Also ich probiere jetzt hier erst nochmal einen anderen Spielstand zu laden, wo ich so ein bisschen weiter in der Story bin. Ob da irgendwas passiert? Nein, da passiert auch wieder überhaupt nichts. Es kommt einfach nicht. Vielleicht ist es bei euch auch anders, ne? Deswegen gehe ich die einzelnen Steps hier durch. Vielleicht ist es bei euch anders. Vielleicht hilft ja eins davon bei euch. Bei mir hat es nicht geholfen. Was ich dann gemacht habe, ist einfach nochmal die Spielstände neu migriert. Das war das Einzige, was mir hier geholfen hat. Neues Spiel starten war nicht, also Spielstände nochmal neu migrieren. Beim ersten Mal kam eine Fehlermeldung und dann auf einmal, bups, da kommen sie. Da kommen sie, die Trophäen. Da kommen sie so langsam reingerauscht, aber leider auch nicht alle. Also das zweite Mal Spielstände migrieren hat dann geholfen. Ich bin jetzt hier die ganze Liste schon relativ durch. Das dauert ja ziemlich lange, ehe da alle Trophäen dann wirklich bei euch angekommen sind. Und es sind leider nicht alle. Eine Trophäe kam bei mir nicht und das ist die Management-Qualitäten dafür, dass wir ja, die Wächterobjekte, die Wächter-Sammelobjekte für einen Charakter komplett haben. Das ist die Trophäe, die mir hier noch fehlt. Wir gucken rein in meine Trophäenliste und sehen dann hier 96%. Das sollten 100 sein, es sind nur 96%. Gucken wir nach Managementqualitäten. Finde alle Wächter-Sammelobjekte für einen Wächter. Die fehlt mir. So, jetzt habe ich probiert, in einem New Game Plus Objekte aufzuheben. Ging nicht, weil Waren bereits aufgehoben. Dann bin ich in die Kabine rein und habe nochmal mit jedem Objekt interagiert, in der Hoffnung, dass ein Gespräch auftaucht. Auch das hat nicht geholfen. Was mir geholfen hat, wenn ihr meinem Sammelobjekte-Guide gefolgt seid, dann startet ihr Kapitel Nummer 6, zurück nach Nowhere zum Hafen und kauft die Puppe. Kauft die Puppe für Gemauer, die, wo ich euch gesagt habe, gebt euer Geld nicht aus, kauft diese nicht, das ist ein Wächter-Sammelobjekt, lasst es liegen. Und indem ich das nochmal hole, kriege ich die Trophäe, kriege mein Platin. Alles andere hat nicht geholfen. Der einzige Weg, den ich mir noch vorstellen könnte, den ich nicht testen konnte, weil ich habe jetzt ja die Doppelplatin, ist, dass wir auf der PS5 dann die Spielstände löschen und nochmal
für einen Charakter alle Wächtersammelobjekte holen. Weil die könnten wir ja dann wieder aufheben. Dass das hilft, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es hilft, konnte ich nicht testen. Ich habe diese Variante ausprobiert, weil ich halt wusste, ich habe hier die Puppe liegen lassen, das Wächtersammelobjekt. Und das ist genau das, was mir zur Doppelplatin verholfen hat. Das wird vielen von euch auf alle Fälle zur Doppelplatin verhelfen, denn ich denke, viele haben meinen Rat befolgt und die Puppe dort nicht gekauft. Allen anderen wünsche ich viel Glück mit einfach Spielstände löschen und das Spiel neu starten. Oder ihr habt sogar Glück von vornherein, dass die Doppelplatin kommt. Dass es euch nicht so geht wie mir, dass da auf einmal eine Trophäe fehlt. Das kann ja auch sein, dass ich da einfach nur derjenige war, der Pech hatte. Ich habe es aber schon von einigen Spielern gehört, dass das mit der Doppelplatin nicht so wollte, wie es sollte. Und deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video hier weitergeholfen hat. Und wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr euch geschehen, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.